Hammer. Kevin Schmidt, Glückwunsch zu den 3 Punkten hier nach dem 13-0 Auswärtssieg gegen Salmrohr. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus? Ja, ich denke, alles in allem ist der Sieg total in Ordnung für uns. Abgesehen von den ersten 20 Minuten, wo wir ja, ein bisschen passiv waren, nicht ganz so griffig waren. Nehme ich aber auch ein bisschen auf meine Kappe, weil wir eigentlich aufgrund der Größe des Feldes eher ein bisschen tiefer stehen wollten. Das haben wir dann nach 15, 20 Minuten korrigiert, haben sie ein bisschen höher beschäftigt. Damit kamen sie nicht so gut klar. Wir kamen besser ins Spiel, sind dadurch aktiver geworden. Ja, und haben es dann immer besser in den Griff bekommen. Trotzdem Kompliment an beide Mannschaften, weil ich sage, dass auf jeden Fall ein Rheinland-Liga-Spiel auf einem recht hohen Niveau war, auf einem sehr ordentlichen zumindest. Ja, mit einem verdienten Sieger, wie ich es sehe. Und deswegen sind wir total froh, dass wir heute hier gewinnen konnten. Ihr Team hat quasi nach der Halbzeit, nach der Pause, da weitergemacht, wo es vorher aufgehört hat. Er nämlich ja, mutig nach vorne gespielt, weiter das Spiel kontrolliert, viele Chancen sich erarbeitet. Sind Sie genau damit zufrieden, dass Ihr Team weiter hungrig geblieben ist? Auf jeden Fall. Also wir lernen ja auch so ein bisschen aus der Vorwoche. Letzte Woche auch 2-0 gegen Mainz geführt, haben es dann aufgrund kurioser 10, 15 Minuten dann noch aus der Hand gegeben. Klar, das war auch dann unser Ziel, ne, dass wir nicht zu passiv werden, dass wir weiter aktiv bleiben, dass wir vorne drauf bleiben, dass wir aufs Dritte gehen wollen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, haben vielleicht noch den einen oder anderen Konter ausgelassen nachher hinten raus, wobei man auch sagen muss, dass Salmrohr gerade in den ersten 20 Minuten auch auf 2 klare Gelegenheiten aus meiner Sicht hatte, aber alles in allem ist das, was wir vorgegeben haben oder vorgeben wollten in der Pause, dann in der zweiten Halbzeit auch aufgegangen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kam André Thielen kurz vor der Pause rein, hat dann direkt auch ein Tor gemacht. Eigentlich war er ja verletzt, so sollte heute gar nicht spielen. Was können Sie zu dem Jungen heute sagen? Also wer heute hier war, hat gesehen, dass André ein brutaler Kicker ist. Heute mit unheimlich viel Spielfreude aufgetreten. Ist ja in den letzten Jahren immer häufig von Verletzungen geplagt gewesen. Deswegen hat es mich für ihn heute ganz besonders gefreut. Nicht nur, dass er ein Tor gemacht hat, sondern gerade auch für die Art und Weise, wie er heute Fußball gespielt hat. Das hat unser Spiel enorm belebt und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir den André haben. Es geht jetzt gleich direkt fast weiter am Mittwoch gegen den Bezirksliga Mitte Tabellenführer, dann am Wochenende gegen Elscheid. Wie sehen Sie den kommenden beiden Spielen entgegen? Ja, also es wird mit Sicherheit eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe am Mittwoch in Immendorf. Tabellenführer in ihrer Staffel haben ja, bis auf ein Spiel alles gewonnen. Wird ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Ich habe raushören können, dass für die auch so ein bisschen Spiel des Jahres Charakter hat. Ist es für uns aber auch, muss man sagen, wie es ist. Wir haben die Möglichkeit, ins Rheinland-Pokal-Viertelfinale einzuziehen. Das wollen wir mit aller Macht gelingen oder das wollen wir mit aller Macht erreichen. Muss jetzt halt eben mal sehen. Wir mussten heute 2 oder 3 Mal verletzungsbedingt wechseln. Kommen aber jetzt auch nochmal 2 Spieler dazu am Mittwoch. Und ich denke, wir sind Favorit. Die Rolle wollen wir auch annehmen und wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Ja, dann geht es am Wochenende gleich drauf gegen Elscheid. Eine Mannschaft, die wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Trotzdem haben wir da ein Heimspiel, das wollen wir für uns entscheiden.